Was geht, Freunde? So, Sportfreunde, im Studio angekommen. Wir wollen jetzt ein bisschen Sport machen. Ich kann alles. Ich glaube, der macht mich fertig. Leichte Einheiten, Ganzkörpertraining. Ah ja, siehste, da fängt es schon an. Das habe ich einmal gemacht und sah aus wie abgefressene Hühnchen. Ich war ja lange nicht mehr beim Sport. Ich habe Angst. Dementsprechend trainieren wir keine Einheiten im Sinne von Muskelregion, sondern wir machen Ganzkörpertraining. Geht gar nicht. Das ist das, was wir auf jeden Fall vermeiden müssen. Ich muss halt oft lachen. Oder jener erfahrene Bodybuilder oder Sportler muss lacht darüber. Und das Ganze werden wir beginnen mit diesem widerlichen Gerät. Das ist wirklich, Digga, da macht man 5 Minuten drauf und die Beine sind schon kaputt. Und das ist das, was dich schwach werden lässt. Ekelhaft. Ich meine, das Einzige, was da halt wirklich fördert, ist, die Durchblutung ein bisschen Kraft, Ausdauer. Das ist wirklich ein ganz ekliges Gerät, Digga. Das sage ich euch so, wie es ist. Das ist wirklich ein ganz, ganz widerliches Gerät. Finde ich super. Ja. Aber wenn du mich jetzt fragst, warum, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung warum. So, Start. Mega. Jetzt mal ohne Scheiß. Das, was du jetzt machst, ist ja kein Spaß mehr. Der Geist ist gestört, ja. Nein, Güte. Also, es hat hier oft, das wird nichts mehr. Das. Dann fangen wir als erstes einmal an mit. Rücken. Wir nehmen als Anfangsgewicht 20 Kilo. Hut ab. Ja, das ist wie ein Mückeschiss. Ja. Also. So, von 20 auf 30 Kilo. Ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Das ist ja so. Es bedarf schwer und falsch. Ja? Immer so viel Gewicht, wie es geht und immer so falsch, wie es geht. Machen wir erstmal langsam wieder reinkommen. Ich habe gestern schon trainiert, habe dollen Muskelkater schon, trainiere heute nochmal und dann mache ich erstmal 1 oder 2 Tage Pause, um mich zu regenerieren, den Muskelkater ein bisschen wegzumachen und dann geht's weiter. Warum Pause? Solange du gesund bist, dich gut fühlst und mental stark bist, dann trainier doch. Jetzt werden wir Freihandeltraining machen und zwar Bizeps. Das ist meistens so, dass ein Bodybuilder entweder einen guten Bizeps oder einen guten Trizeps hat. Wenn du ein Glückskind bist, wie Kai Green oder so, dann hast du beides, ja? Super Arm, super Bodybuilder. Das ist natürlich Quatsch. Scheiß Bizeps. Dann machen wir jetzt Trizeps. Moment. So. Wie war das? Ich verwechsel das immer. So ist Bizeps. Also von oben. Das ist Trizeps. Ach, Katastrophe. Dankeschön. Wie laut haue ich sich in die Luft kaputt. 10 Kilo sind safe viel zu wenig für dich. 100%ig ist das zu wenig für mich. Du darfst aber nicht vergessen, der Trizeps ist der kleinste Muskel, den du hast. Ich sag weh. Ich will mal eins erzählen, oder was so meine Meinung ist. Es gibt Leute, die können vor der Kamera sprechen und es gibt Leute, die halten besser die Schnauze. Aber Bruder, erstmal langsam reinkommen, die Muskelpartie langsam warm machen, weil wenn du am Anfang zu viel machst, läufst du halt Gefahr, dass du dir irgendwas kaputt machst. Kompletter Sehnenabriss. Und das finde ich geil. Dann bist du stabil dabei. Also wer kackt nach dem Training aussieht, der hat auch gut gearbeitet. Das hat auch nichts mit Vernunft zu tun. Immer volle Granate. Das ist Bodybuilding. Zucker süß, ja. Wir machen erstmal ganz entspannt, Digga. Das, was ich vorhin gesagt habe, einfach um warm zu werden, beziehungsweise auch langsam, machen wir erstmal ohne Gewicht. Ja, auf gar keinen Fall. Niemals. Vollgas, ja. Schwer und falsch. Lasst euch bitte nicht blenden von dem, was ihr in Fitnessstudios seht. Denn gefühlt 70-80% der Leute, die im Fitnessstudio so rumlaufen, solche Arme haben und innerhalb von einem halben Jahr aussehen wie Arnold Schwarzenegger, die sind leider Gottes alles Blender. Und das finde ich geil. Also ich bin ein Freund von anabolen Steroiden. Macht die Vene weiter, ja. Damit wird der Blutfluss noch verbessert in den Muskel. Rosamunde-Rühl. Sowas Stabiles, ja. Du weißt ja gleich, dass die einmal 300 Kilo beugt, ja. 4 Kilo Kreuzhebe macht. No. No. No.